So, tatsächlich gibt es heute eine Folge, wo ich kein geplant war. Und zwar ist es irgendwie was Lustiges passiert. Dragon Crusade brennt einfach. Dragon Crusade brennt wirklich. Und zwar hat Dani den Random-Algorithmus geändert. Also der vorher, also wir haben darüber geschrieben und ich denke, ich kann es sagen. Ich lerne halt eben auch aktuell irgendwie so ein bisschen was in die Richtung. Und der war halt wirklich Mist. Also es war halt, also man kann nicht von Random reden, was Flife als Algorithmus da hat. Das ist ja nicht mal Algorithmus effektiv, das ist halt Müll. Naja, auf jeden Fall hat es geändert zum echten Random-Algorithmus und seitdem ist alles im Eimer. Also Upgrade-Chancen vielleicht noch ein Zwanzigstel, also wirklich ja, 20 mal geringer als normal. Ja, manche meinten, die haben irgendwie für, ich weiß nicht, 300, 400 Perien erweckt und alles und 150 Perien geupt und hat nicht mehr seine Helme mit S-Protect auf plus 10 bekommen und so. Also das ist schon wirklich alles ziemlich krass. Aber jetzt ergibt auch mal einiges Sinn. Zum Beispiel, wir haben noch immer das Problem in Flife. Ich kenne auch diese Droplisten, also diese, gibt's nicht sogar auch sowas irgendwie? Warte mal. Item-Wiki? Nein, ihr kennt das schon. Teilweise gibt es solche Monster-Wikis oder so, wo dann sie so Droprate für die und die Waffe irgendwie so 0,01% oder so ein Scheiß. Ich glaube, hier gibt es ja auch sowas, aber ich finde das gerade nicht auf die Schnelle. Keine Ahnung. Und jeder dachte sich immer so, hä, was? 0,01% Drop-Chance? Droppt man ja nie, was soll der Scheiß und so. Aber der Unterschied ist einfach, dass dieser Algorithmus, in Anführungsstrichen, der eigentlich nicht mal ein Algorithmus ist, ist halt im Prinzip auf etwas gebalanced, was halt viel zu hoch ist und haben die gemerkt, oh fuck, das ist ja viel zu hoch. Wir müssen es einfach irgendwie so lange runterregeln, bis dann halt in die Droprate passt. Das heißt, wir müssen einfach durch Ausprobieren irgendwann ja eine Droprate rausgefunden, die jetzt zum Beispiel bei 0,0001% liegt oder so. Aber die sind nicht auf die Idee gekommen, einfach mal diesen Random-Algorithmus anzupassen. Und jetzt haben wir diese extrem niedrige Drop-Chance, die ja viel zu gering ist eigentlich für einen echten Random-Algorithmus. Und ja, jetzt haben wir eben das Problem dann so, ja, top nichts mehr. Ich muss aber fairerweise sagen, ich bin zwar jemand, der sehr schnell irgendwie jetzt da beschuldigt und so, aber es ist halt wirklich nicht Danis Schuld. Es ist wirklich nicht Danis Schuld. Es kann ja keiner wissen, dass Flife so behindert gecodet ist. Also ich meine, Flife-Code ist halt... Also generell, dass wir hier, dass dieses Ding überhaupt noch läuft auf der Windows 11 PC oder generell auf einer, also 64-Bit und so, oder auch, dass ein 64-Bit-Server halt irgendwie läuft und so, dass dieses Spiel nicht alle 2 Minuten crasht, es ist halt echt ein Wunder. Es ist halt wirklich ein Wunder. Es hat alles sowas von brutal broken und, aber es ist, es geht halt irgendwie immerhin noch so ein bisschen. Also ja, falls ihr irgendwie auch programmieren lernen wollt, achtet echt auf ordentlichen Code. Also die Zeit, die ihr am Anfang vielleicht spart, die verdient ihr später. Also das ist nicht wert. Ein bisschen Zeit sparen oder so, das ist nicht wert. Naja, viele der Top-Spieler wollen es quitten, was ich verstehen kann. Ich meine natürlich auch für Dani ist es natürlich echt eine ganz schwierige Situation, denn was macht er jetzt? Ich kann nicht anfangen, jetzt bei manchen Spielern einfach irgendwie random Perien zurückerstatten. Das wäre halt extrem anfällig für Betrug und so. So, und hier muss ich dann auch mal ganz kurz nochmal reingrätschen in die Aufnahme. Ich kann jetzt nach, ja, mittlerweile doch schon einiger Zeit, seitdem das Ganze passiert ist, sagen, das Ganze hat sich nicht bewahrheitet. Bedeutet im Prinzip erstmal diese Anschuldigungen beziehungsweise diese vermuteten Nachteile, die jetzt eben diese Spieler hatten im Chat, die haben sich nicht bewahrheitet, beziehungsweise ich habe meine Versuche hier gemacht, ich habe geupt, ich habe Dungeons gemacht, ich habe ja wirklich viel Zeit damit verbracht und ich wollte einfach schauen, ist es wirklich so, ist es nicht so. Und also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, es hat sich bei mir zumindest nichts geändert. Natürlich, die hatten ihre schlechte Erfahrung da gemacht. Sie haben irgendwie sehr viele, also hunderte oder tausende Tries beim Uppen irgendwie ja, umsonst quasi
also hatten einfach viel Pech beim Appen, sagen wir so. Natürlich war es für die erstmal sehr naheliegend, dass es halt an den Änderungen liegt. Aber, naja, ich meine, die Änderungen, die müssten ansonsten eigentlich für beide Seiten, also für alle halt irgendwie da sein. Und ich habe viel geappt und einiges lief sogar ziemlich gut, andere Sachen liefen ein bisschen schlechter. Aber, ja, ich kann sagen, es lag wohl scheinbar nicht daran. Also, für mich, bei mir, war alles top. Ja, das kann ich sagen. Ich habe eben keine Nachteile gehabt. Und ich vermute einfach mal, dass es halt einfach Pech war zu dem Zeitpunkt für die Spieler. Kurz was trinken, sorry. Genau, also, das kann ich sagen. Also die ganze Diskussion eben jetzt da, ich habe jetzt einen Teil des kommentierten Videos rausgeschnitten, beziehungsweise ich kommentiere das Ganze gerade noch ein bisschen nach. Und also es ist alles top, es ist alles super und die Anschuldigungen, wie gesagt, die sind zumindest scheinbar nicht wahr. Also es wurde auch nichts mehr geändert seitdem. Und ja, auch meine Theorie, dass es vielleicht irgendwie daran liegt, dass es einfach damals auf, ich sag jetzt mal, Fantasiewerte gebalanced wurde, also es quasi halt der Random-Algorithmus einfach so scheiße war, dass man einfach irgendwie durch Trial and Error halt irgendwie so lange probiert hat, bis halt einfach das Ergebnis stimmte. Auch das ist damit eigentlich, ich würde sagen, ausgeschlossen. Natürlich, ich meine, kann man jetzt sagen, so ja, warum hat nicht so viel Pech? Ja, ist nicht normal. Für ein Set-Teil, was man auf plus 10 abt, oder ich weiß nicht, ob es ein Set-Teil war, oder eine Waffe oder so, dass man da halt, weiß ich nicht, hunderte, 500, 800, 1000 Versuche braucht. Ja, ist es eine gute Frage, ist es schwierig, und wirklich Sinne gibt es auch nicht. Denn, naja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, warum das so ist. Aber was ich eben sagen kann, ist, zumindest in meiner Erfahrung hat sich nichts verändert. Ja, also muss man schauen. Ja, ihr könnt ja generell mal einen Kommentar schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr irgendeinen Unterschied bemerkt habt oder halt eben nicht. Kleiner Disclaimer, das Video ist vom 9.8., ist ja schon eine ganze Weile alt und ihr könnt mal schauen, habt ihr seit 9.8., ich glaube schon 9.8., irgendeine Änderung bemerkt, sind da irgendwie die Upgrade-Chancen schlechter oder, naja, ihr wisst, was ich meine. Habt ihr irgendetwas, habt ihr irgendwas bemerkt, habt ihr irgendwie schlechtere Sachen, habt ihr irgendwelche Nachteile bemerkt, irgendwelche Vorteile oder hat sich einfach effektiv nichts geändert, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, und ja, also ich für meinen Teil kann sagen, und ich meine, ich sehe es ja auch hier, ich glaube, ihr droppt das sogar im Laufe des Videos was. Ja. Ich meine, es würde ja alle betreffen. Deswegen, ich vermute mal, dass es einfach sehr kurze Zeit, oder was heißt kurze Zeit, das lief eigentlich relativ lang, dass einfach ein paar Spieler viel Pech hatten. Und die haben das dann einfach auf die Änderungen projiziert, was dann eben nicht der Auslöser war. Und das ist halt zumindest meine einzige logische Erklärung, dass halt dann so ein Shitstorm daraus entstanden ist, der halt eigentlich zumindest scheinbar halt nicht wirklich eine Basis dafür hatte. Das, ja, ist zumindest meine Theorie. Genau. Ach man, dieses Healing immer. Also es ist halt irgendwie so egal normalerweise, aber wenn man halt aufnimmt, denkt man sich immer so, ah, nochmal irgendwie repetitiver Content und so. Aber effektiv, glaube ich, ist egal. Der macht mir ziemlich gut Schaden irgendwie. Ich glaube, ich kill mal schon die kleinen Nietzsche-Mobs da. Ja, mal schnell weg damit. Ich habe nicht mehr den vollen Drop-Bonus leider. Das Problem ist nur, weil ich halt aktuell den ganzen, also, ja, wenn ich halt, also es kann halt sein, dass ich effektiv, der ganze Run ist halt vielleicht umsonst, wenn die Drop-Raten nicht passen.
Roldani ist offline gegangen. Also ich hoffe schon, dass es halt einfach dann behoben wird. Ich weiß nicht, ob das... Also ich schätze halt, das ist ein Bug. Es kann wirklich sein, dass Spiele jetzt einfach nur extrem unlucky waren. Schwer zu sagen. Ja, kann Bug sein. Oder es hat wirklich, es funktioniert wirklich wie es soll, aber halt. Okay, mit 1 auch zweimal nichts gedroppt. Es hat echt. Echt ein bisschen negativ. Naja, okay, das war jetzt einfach nichts. Gehen wir mal kurz in Daily Dungeon, mal schauen, was der so droppt. Also, ich bin allein. Ich bin echt super gespannt. Er droppt. Ja, okay, also die Boxen droppen normal irgendwie. Die Boxen droppen schon normal. Die Boxen droppen ganz normal, wirklich, also ohne... Hä, ist aber echt komisch. Die droppen sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Wobei, wir haben einen Drop-Buff. Ne, ein Drop-Buff ist eigentlich normal. Ein Drop-Buff ist wahrscheinlich echt normal. Ja. Ja, es ist relativ durchschnittlich. Ja, okay, aber ich verstehe halt echt nicht, warum das denn manche Sachen so... Oder ist es halt wirklich verbuggt? Die Frage ist halt auch wirklich, ob es halt wirklich verbuggt ist. Oder halt eben nicht. Lol, Ultilch, okay. Weil, schau mal her, irgendwie so die... Was wir aktuell droppen, ist das eigentlich echt okay. Also normalerweise, wenn dasselbe Algorithmus für alles verwendet wird, dann muss es ja eigentlich so sein, dass es in jedem Fall verbuggt ist. Es kann nicht nur teilweise verbuggt sein, es muss dann komplett verbuggt sein. Versteht ihr, was ich meine? Aber irgendwie so teilweise schaut, also bei mir schaut es aktuell halt okay aus. Aber es kann irgendwie auch andere Gründe haben. Also, keine Ahnung. 8 Shining Oris, ich traue mich jetzt aber trotzdem nicht irgendwas zu uppen. Wenn es wirklich so verbuggt ist und so, dann, ja. Naja. 1,58%, lol. Ach, durch den Dungeon, okay. Wenn ich halt wüsste, ob es einen Rollback gibt. Ich wollte eigentlich leveln, aber wenn es einen Rollback gibt, dann wäre es ein Trip. Wirklich, komm, ein Trip. Ja, Das Komische ist, dass Daniels offline ist. Also, sein Zeichen von, okay, es ist das also geplant, das stimmt so. Oder fuck off und ich gehe jetzt schlafen oder so, keine Ahnung. Echt schwer zu sagen, oder schwer zu interpretieren ist irgendwie. Aber man kann mich das Ding one-hitten? 2K-Block? Eigentlich nicht, oder? Das Ding hat früher mal 100k Damage gemacht, aber dann ist... Okay, 4K-Block? 31K-Hit? 6,9k Crit-Block? Okay. Naja. What the fuck? Okay, das ist zu krass. Lol, Dark Rathese-Ticket?
Okay. Interessant. Einfach ein Dark-Athese-Ticket. Das ist jetzt echt random. Das ist richtig random. Hä, die Chancen sind echt strange. Ich kann das echt nicht beschreiben. Also teilweise zu hoch, teilweise zu niedrig oder so. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.